Wunderbar, wunderbar. Vielen Dank für die gute, tolle Einleitung, denn Sie haben es eigentlich auf den Punkt gebracht. Im Grunde genau darum geht es. Letztendlich für viele ist ja, wenn wir über Bundesliga-Fußball reden, wird meines Erachtens oder wurde sehr, sehr häufig letztendlich das Produkt als die Marke gesehen. Die Produkt ist aber nicht die Marke. Unser Kernprodukt ist die Mannschaft, ist unter anderem der Trainer. Bin auch froh, dass ich da nicht in vergleichbarer Position bin mit ihm, denn das ist in der Tat ein bisschen ein anderes Geschäft. Damit wir aber nicht nur von diesem Produkt abhängen, was gut ist, es ist ein Premium-Produkt, weil wir sind jetzt, meine ich, im 12. Jahr Bundesliga, erste Bundesliga. Das bedeutet, es ist ein Premium-Produkt, wird auch als solches zum Glück wahrgenommen. Kann sich jetzt darüber streiten, sind wir erfolgreich, sind wir weniger erfolgreich, aber wir sind halt dauerhaft in der ersten Liga. Worum es hier jetzt geht, ist tatsächlich der Begleitprozess, uns unabhängig davon zu machen. Ich hatte es auch so in der schriftlichen Form mal überliefert. Wir wollen eigentlich nicht in der 90. Minute davon abhängen, ob der Ball jetzt gegen den Pfosten geht oder nicht. Also im Grunde, die Marke kann nicht davon abhängig sein. Die Marke sollte viel größer sein als dieses kleine Faktum. Und wie sich das tatsächlich gestaltet, das ist jetzt zwar ein Modell, angewandt auf Hannover 96, aber im Grunde ist es ein wissenschaftlich basierendes Modell, was eigentlich jeder Bundesligist und auch jeder andere Verein, der Ambitionen hat, eine Marke zu bilden im professionellen Sinne. Von daher schauen Sie einfach mal und vielleicht erkennen wir ja ein paar Ansätze und können dann vielleicht im Nachgang noch ein bisschen diskutieren. Aufgebaut ist das Ganze eigentlich in vier Kernpunkten, 1 bis 4, übliche Prozesse, die Sie kennen. Wir analysieren, gehen dann in die Zielsetzung und im Grunde zeige ich Ihnen dann, wie wir versuchen, diese Ziele zu erreichen oder umzusetzen. Und im Grunde folgt dann zum Schluss noch eine Kontrolle. Was wir vorab gemacht haben, ist einmal gerade in unserem Unternehmen, weil wir halt sehr viele Fachleute haben aus dem Fußball, die sich weniger mit dem ganzen markenspezifischen Themen und Kernthemen auskennen, musste ich erstmal eine Grundlage schaffen. Ich habe einen Geschäftsführer, einen Präsidenten, ich habe einen Geschäftsführer Sport, ich habe dann einen Geschäftsführer für die administrative Seite. Wenn wir ständig über Marke sprechen, verstehen auch alle das Gleiche, wenn wir über Marke reden? Oder ist für einen die Marke, Sie kennen unseren Geschäftsführer, den Martin Kind, Hörgeräteunternehmer, sehr erfolgreich, den habe ich gefragt, was ist die Marke? Für ihn war es zum Beispiel die Markenbekanntheit. Dann habe ich wiederum mit dem damaligen Sportdirektor gesprochen, mit Jörg Schmatke, der sagte, für ihn ist es der hohe Wiedererkennungswert. Und ich habe schon gesehen, okay, wenn die zwei Jungs schon in der Führungsetage schon mal gar nicht die gleiche Definition haben, wäre es vielleicht ganz sinnig, wenn ich so etwas wie eine Grundlage, eine Basis schaffe, damit wir alle über das Gleiche sprechen. Und dementsprechend gibt es also den Punkt 0 und dann habe ich nochmal den Punkt 5 hier, wie das Ganze dann letztendlich im Unternehmen implementiert wird. Wir sind mittlerweile ein Apparat, ungefähr 80 Leute in der Administration und dann gibt es noch ganz viele Fußballer und Kollegen, die sich um die Fußballer drumherum kümmern. Also sagen wir mal Hannover 96, die Kapitalgesellschaft beschäftigt ungefähr 150 Leute. Fangen wir mal an. Was sind die Herausforderungen tatsächlich im professionellen Fußball? Die These, die ich da aufstelle, ist, wir haben zwar alle eine hohe Markenbekanntheit, gehen gleich noch ein bisschen dezidierter drauf. Problem ist aber, wir haben unscharfe Markenprofile. Ich hoffe, Sie kennen sich halbwegs mit Fußball aus. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Darauf basiert die Präsentation nicht. Aber dann werden Sie ein bisschen besser verstehen und nachvollziehen können, was ich gleich darlege. Ich habe mal aufgeführt 5 Vereine. Bayern München, Dortmund, letztjährige Champions League-Finalisten, dürften Ihnen bekannt sein. Die haben weniger Probleme mit der Markenführung. Ja, wenn ich sich sehe, zum Beispiel nach dem Claim fragen würde, ist ja das, was da, sagen wir mal, den Markenkern ausmacht. Mir ist an mir, sagt Ihnen bestimmt sofort was. Damit können Sie Bayern München sofort assoziieren. Kennen Sie den Claim von den Dortmundern? Echte Liebe, sehr gut. Sie sehen, also echte Liebe steht dann halt für die Marke Borussia Dortmund. Dann ganz interessant, die Werkself, Bayer Leverkusen. Ich hoffe, es ist nicht zu klein. Man kann es lesen. Es waren ja immer diese Werksclubs, ist ja jetzt auch Wolfsburg, die ja sehr negativ behaftet waren. Ja, Bayer Leverkusen, 100% Tochter der Bayer AG und Volkswagen wiederum als
Mutter des Clubs VfL Wolfsburg. Da ist schon so ein gewisses Negativ-Image, Wettbewerbsverzerrung und. Wir können mit allem leben. Ich will Ihnen eigentlich nur die Markenseite zeigen, nämlich, dass Sie es geschafft haben, aus einem eher negativen Image mit diesem Begriff Werkself und mit diesem ganzen Thema um die Werkself herum letztendlich etwas Positives aufzubauen. Ich persönlich empfinde Sie als sehr positiv für den deutschen Fußball. Ich finde, Sie arbeiten sehr professionell, auch wenn Sie jetzt zurzeit gerade ein bisschen sportlich stottern. Aber Sie sehen, das ist ein Markenthema. Sie haben es geschafft, das Produkt letztendlich, also alles drumherum mit einer klaren Markenführung über die Werkself letztendlich ins Positive zu wenden. Und dann habe ich nochmal zwei Zweitligisten, nämlich VfL Bochum und St. Pauli aufgezeichnet. VfL Bochum ist deswegen ein gutes Beispiel, weil die letztendlich sich wissenschaftlich haben beraten lassen und alles getan haben, um einen professionellen Markenprozess zu starten und aufzubauen. Dr. Welling, guter Bekannter und absolut angesehener Fachmann in der Branche, hat ein Markenleitbild erstellt, alles Mögliche. Am Ende ist es ihnen aber nicht gelungen. Das heißt, dem VfL Bochum hat etwas gefehlt, um wirklich zu einer Marke zu werden. Das können Sie selber beurteilen. Ist es vielleicht der sportliche Erfolg oder... Ich kann es Ihnen auch nicht sagen, ich will mich auch nicht zu sehr mit VfL Bochum letztendlich beschäftigen. St. Pauli wiederum macht fast gar nichts für die Marke, aber sie sind eine starke Marke. Sie sind in einem Ranking von allen 36, ja, also Erst- und Zweitliga-Bundesliga-Clubs, sind sie an Nummer 3. Nämlich nach Bayern und Dortmund ist die drittstärkste Wahrnehmung der Clubs FC St. Pauli. Finde ich ein unglaubliches Ergebnis. Aber in der Tat ist es belegt, auch dort wissenschaftlich, weil da gibt es etwas, was Sie greifen können. Da gibt es etwas um dieses Produkt herum. Also Sie sehen 5 gute Beispiele, die, wie gesagt, die These so ein bisschen stützen sollen. Denn Bekanntheit haben wir alle, aber leider Gottes fehlt es uns also an dieser Markenschärfe. Hier nochmal ein schönes Bild. Ich finde, die Kollegen machen gute Arbeit. Wir werden auch später sehen, wie sich das tatsächlich, sagen wir mal, auf Sympathiewerte ausdrückt. Sie sehen von einer Fachzeitschrift, Marketingverband, zur bestgeführtesten Sportmarke gewählt worden. Letztendlich alles einheitlich. Sie haben einen Trainer, der permanent sich ans Herz fasst und. Da passt also alles von der Kommunikation, vom Verhalten. Wie gesagt, wir werden später nochmal drauf eingehen. Aber kommen wir jetzt nochmal zu den Grundlagen, denen ich vorhin sprach. Wenn Sie Marketingfachleute sind, dann kommt da jetzt nichts Neues für Sie. Aber im Grunde, wenn Sie diese drei Partnerlogos von uns sehen, alles drei sehr gern gesehene Partner bei uns und hochgeschätzte, dann fällt Ihnen sicherlich etwas zu diesen Marken ein. Egal was. Sie denken, sehen das TUI-Logo, TUI-Smile und Sie denken sicherlich an Urlaub, Coca-Cola, Erfrischung. Die Definition sieht so aus, dass die Marke ein in der Psyche des Konsumenten fest verankertes, unverwechselbares Vorstellungsbild von einem Produkt oder einer Dienstleistung ist. Eigentlich ganz simpel. Also nochmal die Frage von Anfang an meinen Geschäftsführer. Was ist Marke? Er hat eher von der Markenbekanntheit gesprochen. Hier ist also die Marke eigentlich das, was in der Psyche des Konsumenten ist. Unverwechselbare Bilder. Sie werden jetzt sicherlich, wenn Sie diese Definition anwenden, werden Sie sicherlich unverwechselbare Bilder zu den drei Logos haben. Haben Sie die von Hannover 96? Haben Sie die von anderen Clubs? Das ist eine Frage, die Sie sich jetzt für sich mal beantworten können. Und wir gehen einfach ein bisschen weiter in der Präsentation. Denn wir können uns die Frage stellen, wie entstehen und resultieren diese Vorstellungsbilder? Und dann haben wir ein paar Komponenten. Fangen wir mal von unten nach oben an. Einmal das. Warum konsumiere ich überhaupt eine Dienstleistung oder ein Produkt? Nämlich, was habe ich überhaupt vor damit? Das ist relativ klar beim Fußball. Sie wollen sich abreagieren, wollen Spaß haben, wollen ein bisschen Emotionen mitleben. Dann gibt es die kognitive Einstellung, nämlich, was weiß ich über das Produkt? Also, was verbindet mich teilweise mit diesem Produkt? Und am interessantesten ist die affektive Einstellung. Das finde ich ganz interessant, denn im Grunde ist das die gefühlsmäßige Einschätzung, also was wir auch gar nicht in irgendeiner Art und Weise greifen können. Wann wird zum Beispiel jemand Fan? In welchem Moment? Was passiert da? Und wenn Sie in diesen Tagen so ein bisschen schauen, es ist ja auch ein sehr spannender Abstiegskampf gerade, wo wir auch leider Gottes Hannover 96 mittendrin sind, man wird sehr emotional. Die Menschen reagieren sehr emotional. Also was macht diese gefühlsmäßige Komponente aus und
das ist etwas, was uns die Wissenschaft auch noch nicht liefern kann. Also da tappen wir so ein bisschen im Dunkeln, aber Sie sehen zumindest, diese drei Komponenten machen oder sind dafür zuständig, diese Vorstellungsbilder zu determinieren. Dann, woraus resultieren Vorstellungsbilder? Durch eine Vielzahl von Marketingaktivitäten in bestimmten Zeitabständen oder regelmäßigen Zeitabständen, die wir wiederholen. Bei uns ist es zum Beispiel, ganz oben sehen Sie, da beziehen wir auch unseren Sponsor ein, Balsen, das ist die Pickup-Fanbox. Das heißt, Fans gehen in so eine Pickup-Fanbox rein und entsenden Nachrichten, Messages. Dadurch entstehen Vorstellungsbilder. Dann die Fußballschule, Sie sehen Kinder. Sie sehen hier einen Besuch letztendlich in unserem VIP-Bereich oder einen Besuch bei der Saisoneröffnungsfeier. Alles, also Marketingaktivitäten, wo wir versuchen, Vorstellungsbilder resultieren zu lassen, um weiterhin der Markendefinition gerecht zu werden. Die viel spannendere Frage, die wir uns im Marketing stellen, meine Kollegen, mein Team und ich, ist, was macht eigentlich eine starke Marke aus? Weil der Definition zufolge, wenn Sie Vorstellungsbilder im Kopf haben, dann ist eigentlich ganz vieles eine Marke. Aber die Frage ist, sind auch diese Marken stark genug? Stark genug, um letztendlich, je nachdem, was für Ziele, Unternehmensziele Sie verfolgen, Umsatz zu generieren oder sonstige Größen zu erreichen. Und bei dieser Frage sind wir zu drei Komponenten gekommen. Einmal die Markenbekanntheit. Eingangs die These, Sie haben es verfolgt. Die Markenbekanntheit aller Bundesligisten ist durch die ständige Präsenz relativ hoch. Wir in Hannover haben jetzt drei Tageszeitungen, die regelmäßig berichten, mit einer Seite nur über Hannover 96, eine weitere Seite, die über die Bundesliga berichtet. Es gibt andere Städte, wo das, glaube ich, sich noch potenziert. München, Hamburg, Köln. Also im Grunde die Markenbekanntheit ist da, dann haben sie überregionale Blätter wie den Kicker, die Sportbild, ständig irgendwelche Sport 1 Online-Portale, die auch nichts anderes machen als über Bundesliga. Das heißt, die Bekanntheit, die ist da, ohne dass wir eigentlich was dafür tun müssen. Das ist ein Luxus, das ist ein Privileg. Dessen müssen wir uns aber auch erstmal bewusst werden. Was glauben Sie, wie viele Unternehmen der gleichen Größe wie wir machen ungefähr 70 Millionen Umsatz, das ist nicht viel, finde ich, es ist relativ, die sich ein Bein rausreißen, um überhaupt an dieser Markenbekanntheit zu arbeiten. Im Grunde kennen Sie ganz viele Unternehmen gar nicht, die um die 70 Millionen Umsatz machen. Uns kennt halt jeder. Wir liegen also mit 98, 99%, wir reden von einer marktdeckenden Bekanntheit. Die Markenbekanntheit ist aber auch nicht ausschlaggebend für die Umsatzgröße. Das heißt, es muss etwas anderes geben, was letztendlich dafür zuständig ist, dass wir Umsatz und Gewinne generieren. Und das ist letztendlich die Markenassoziation. Das ist der maßgebliche, und da reden wir von der Markenschärfe, die ich vorhin erwähnte. Die drei Marken, die sich dahinter verbürgen, die kennen Sie, oder? Wollen Sie mal aufzählen? Milka, Google und Nivea. Sie sehen es anhand der Typo, anhand der Farben. Das heißt, Sie assoziieren sofort etwas mit der Marke, weil es Ihnen bekannt ist und Sie wissen ganz genau, was dahinter steckt. Und das muss uns also gelingen. Denn je farbenfroher, fröhlicher etwas ist, positiver gestaltet, desto höher ist der Assoziierungsgrad. Das heißt, Sie verbinden etwas Positives und das bindet Sie letztendlich an die Marke. Eigentlich simples Prozedere. Das bedeutet, an diesem Punkt arbeitet Hannover 96 gerade sehr intensiv. Das heißt, ich mit einem ungefähr 5- bis 6-köpfigen Team machen eigentlich nichts anderes, als uns sehr, sehr genaue Gedanken zu machen, wie wir diese Assoziierung aufbauen. Aber, oder sagen wir mal, im Gegensatz zur Markenbekanntheit, ist das auch ausschlaggebend für den Kauf. Denn Sie kaufen oder sind in Ihrer Psyche letztendlich, umso stärker diese Assoziierung ist, desto stärker haben Sie auch den Drang, etwas zu konsumieren. Aber ich sage Ihnen, Sie sind keine starke Marke, wenn Sie nur einmal konsumiert werden. Und deswegen ist der dritte Baustein die Treue. Und daran müssen wir auch arbeiten. Letztendlich, dafür gibt es CRM-Systeme und so weiter, dass wir unsere Fans, technisch Kunden gesprochen, aber wir nennen sie natürlich Fans, weil es auch Fans sind, wie sie die natürlich binden und am Ende alle drei zusammen bringen den gewünschten monetären Rückfluss. Noch ein paar Besonderheiten, da will ich mich auch nicht zu lange aufhalten. Die Besonderheiten im Profifußball, die Sie sonst in anderen Branchen nicht haben, deswegen bringe ich sie Ihnen kurz näher, sind einmal unsere heterogenen Kundengruppen. Wir haben direkte und indirekte Zuschauer und da ist es schon schwer genug. Ich sagte Ihnen vorhin St. Pauli. St. Pauli, so die Zielgruppe, die kennen Sie. Alles Fußballjungs, Fußballverrückte, die wollen gerne Fußball gucken, aber im Grunde ist das schon eine sehr enge Zielgruppe. Bei uns gestaltet sich das etwas komplizierter.
Bei uns geht es schon so mit 3, 4 los. Da fangen die an, so kognitiv schon zu begreifen, was ist Hannover 96 und enden idealerweise irgendwo beim 96-Jährigen. Das heißt, die komplette Altersspanne. Dann haben sie Männlein, Weiblein. Dann haben sie unterschiedliche Bildungsgrade. Im Grunde müssen wir alle erreichen. Und wenn es geht, mit wenigen Messages, mit einem Markenkern. Das ist, finde ich, eine unglaubliche Herausforderung. Dann haben wir Sponsoren, die wollen alle zufriedengestellt werden. Die haben eigene Ziele. Dann haben sie noch Lizenznehmer, Agenturen und die unabhängigen Medien. So ist, alle müssen wir bedienen, nach Möglichkeit, mit ein und demselben Claim, mit ein und derselben Aussage. Echte Liebe, haben wir vorhin gehört, mir ist an mir in München. Alle, die müssen verstehen, wenn sie etwas sagen, müssen sich angesprochen fühlen. Und zwar positiv im Sinne der Assoziierung der Starken. Weitere Besonderheit ist bei uns die Immaterialität. Ich habe Ihnen auch wieder 2 Partnerprodukte hingestellt oder abgebildet. Auf dem VW-Fahrzeug, das ist ein EOS, glaube ich, können Sie ein Logo draufpacken. Auf die Cola-Flasche, die sehr spezifisch ist, packen Sie ein Coca-Cola-Logo. Versuchen Sie auf unser Produkt, also auf die Dienstleistung, mal das Logo drauf zu bringen. Das heißt, es geht nicht, das ist die Immaterialität, das haben Sie zum Beispiel bei anderen Dienstleistungsgewerben ähnlich. Wir müssen also drumherum ganz viele Signale setzen in Form von Merchandising, letztendlich vom Corporate Design. Das heißt, wir müssen so viel wie möglich branden um das Produkt herum, damit wir ein klares, schon mal optisch klares Bild schaffen. Das heißt, die Immaterialität ist schon mal eine leider Gottes Schwierigkeit, die uns bei der Markenbildung nicht sehr behilflich ist. Und am Ende haben Sie die Co-Produktion. Auch das ist etwas, eine Besonderheit, absolut. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Konsumgütern oder Dienstleistungen sind wir gar nicht zu 100% dafür verantwortlich. Das bedeutet, ob wir jetzt jedes Mal gut spielen oder nicht, liegt gar nicht in unserer Hand. Weil vielleicht will unser Trainer angriffslustig spielen, stellt 3, 4 Stürmer auf und auf der anderen Seite kommt aber eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Das heißt, am Ende krepeln sie sich ab, gewinnen vielleicht 1-0, alle sind unzufrieden, obwohl wir eigentlich alles gegeben haben. Das heißt, wir sind bei der Produktion dafür zuständig, wir sind dafür nicht komplett zuständig, was das Produkt ist. Fans, genauso. Das heißt, wir sind davon abhängig, wie emotionalisiert sind die Fans, sind die gut drauf, sind die nicht gut drauf. Das heißt, damit es ein gutes Produkt wird, damit die Marke davon nachhaltig partizipiert, können wir gar nicht selber beeinflussen. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir drumherum letztendlich eine Fülle von Merkmalen schaffen, die konstant sind. Das heißt, es geht schon los, wenn Sie ins Stadion reinkommen, werden Sie nett begrüßt. Ist das Essen gut? Schmeckt die Bratwurst? Werden Sie schnell bedient? All diese Maßnahmen müssen von uns schon stimmen, falls mal das Spiel in die Hose geht, dass wir dann trotzdem irgendwo dem Fan, dem Gast, dem Kunden, dem Besucher vermitteln, dass er ein tolles Erlebnis hatte. Wie gesagt, ein paar Besonderheiten wollen wir uns eigentlich nicht zu sehr aufhalten. Dann gibt es unterschiedliche Markenführungsansätze. Wir haben uns für diesen entschieden, nämlich den identitätsorientierten, den Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Und da gibt es mehrere Dimensionen, aus denen sich ein Selbstbild zusammenstellt. Es gibt immer bei einer Marke, das können Sie auch sich als Individuum mal anpassen. Also im Grunde, man hat ein Selbstbild, ich habe ein Selbstbild von mir. Die Frage ist aber auch, wie Sie gesehen werden von Fremden, von einem Dritten. Das heißt, es geht erstmal hier die Determinanten des Selbstbildes zu bestimmen. Da gibt es unterschiedliche Dimensionen, ich will da auch nicht im Detail darauf eingehen. Sie sollen nur wissen, hinter jedem Punkt steckt etwas, über das wir uns Gedanken machen. Ich greife mal eins heraus, nämlich die Marke als Person, die kulturelle Verankerung. Das ist nicht unwichtig bei diesem Bestimmen des Selbstbildes. Denken wir mal an den Hamburger. Ich kenne sehr viele Hamburger, die sagen, ich lebe in der schönsten Stadt der Welt. Für die ist Hamburg ein und alles. So, der Hannoveraner lebt, glaube ich, auch in einer wunderschönen Stadt. Ich bin gebürtiger Hannoveraner, ich bin stolz auf diese Stadt. Komischerweise würde ich das aber nie so sagen. Ich weiß nicht warum, ich kann Ihnen das nicht mal sagen. Beschäftige mich damit auch nicht. Aber ich würde nie irgendwie einem Dritten gegenüber sagen, ich lebe in der schönsten Stadt der Welt. Das hat etwas mit unserer Mentalität zu tun. Vielleicht sind wir verklemmt, ich kann es Ihnen nicht sagen. Habe auch Sportökonomie studiert, weil genau mit diesen Fragestellungen wollte ich mich damals nicht auseinandersetzen. Hätte ich mal. Deswegen kann ich Ihnen jetzt keine Antwort liefern. Also es hat was damit zu tun. Sie müssen schon, wenn Sie so ein Selbstbild definieren wollen, müssen sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Das tun wir gerade. Wenn Sie das alles definiert haben, haben Sie, und jetzt kommen wir zu ein paar Begrifflichkeiten, haben Sie
eine Markenstrategie, die leiten Sie daraus ab, aus diesen Dimensionen. Und diese Markenstrategie wiederum, also das Selbstbild, korrespondiert mit dem eben genannten Fremdbild. Da gibt es auch einzelne Dimensionen. Und aus denen resultiert wiederum das Image. Das Markenimage ist also etwas, was Sie gar nicht so richtig direkt beeinflussen können, sondern ist das, was indirekt immer beim Part gegenüber entsteht. Auch hier brauchen wir nicht zu sehr auf die Dimensionen eingehen. Diese zwei Dimensionen stehen aber in einer Wechselwirkung, klar. Ist das Markenimage gut, steuere ich darauf meine Strategie ab und umgekehrt. Die Strategie wiederum oder das Markenimage wird positiv, wenn ich eine gute Markenstrategie wähle. Unterm Strich bleibt hängen, je geringer diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Bildern ist, hatte ich Ihnen auch gerade gesagt, ja? Also so, wenn Sie sich selber in einem Selbstbild sehen und Sie haben ein Fremdbild, dann ist es gut, wenn diese Diskrepanz minimal ist, weil dann haben Sie ein gutes, scharfes Bild von sich selbst und so ist es auch mit unserer Marke. Das soll es aber auch erstmal reichen für die Grundlagen der Markenführung. Wie gesagt, das sind alles so Vorarbeiten gewesen, damit ich in unserem Club, in unserem Unternehmen alle auf eine ungefähre Basis bringen konnte, damit wir auch alle immer vom Gleichen sprechen. Abschließend möchte ich das mit einer Chart. Wir haben mit der FH Hannover zusammengearbeitet. Es waren zwei Studenten, die sich schon mal mit diesem Selbstbild- und Fremdbildphänomen auseinandergesetzt haben, nämlich welches gedankliche Bild, das war die Frage, von Hannover 96 haben Sie, wenn Sie die Augen schließen? Und dann sehen Sie, der weiße Balken, das ist quasi das Selbstbild und der grüne Balken das Fremdbild. Und dann haben die Menschen geantwortet, nämlich beim Selbstbild waren das Mitarbeiter, Spieler, Trainer, Präsident, Geschäftsführer, also alle, die im Unternehmen sind und dann der Rest außerhalb. Und Sie sehen gewisse Diskrepanzen. Sie sehen zum Beispiel, die Erfolge sind im Fremdbild viel stärker, werden die wahrgenommen als bei uns. Aus irgendwelchen Gründen sind die uns vielleicht als Mitarbeiter gar nicht so bewusst und auch wir sind vielleicht gar nicht so stolz drauf wie ein Fan. Das ist aber wichtig. Und das heißt, diese Diskrepanz, die mussten wir in den Griff kriegen. Das heißt, seitdem wir das wussten und kannten, diese Zahlen, haben wir auch angefangen, mit den Erfolgen ganz anders zu arbeiten und zu hantieren und zu experimentieren. Was aber ganz wichtig ist, es ist von 2009. Das Problem ist, zwischenzeitlich haben wir ein paar Erfolge. Die Mannschaft wird gar nicht genannt. Sie sehen also, wenn Sie die Augen schließen und an Hannover 96 denken, hat keiner irgendwie irgendeinen Spieler genannt oder den Trainer. Das hat sich schon geändert. Sie sehen daran, dass wir jetzt gerade, und das hatte ich Ihnen gesagt, wir arbeiten jetzt also gerade auch wieder wissenschaftlich dran, versuchen dieses Selbstbild wieder neu zu definieren. Das heißt, es ist ein dynamischer Prozess. Sie müssen in regelmäßigen Abständen dieses Selbstbild immer wieder angleichen, zumindest in unserer Branche, um immer wieder vor Augen zu haben, wie sehen sich die Menschen im Unternehmen und wie sehen uns die Menschen außerhalb. Denn da bin ich mir sicher, dass mittlerweile ein paar Gesichter der Spieler, zumindest so ein Trainer wie Mirko Slomka, der uns ja jahrelang begleitet hat, auch in den Köpfen der Nutzergruppen drin sind. So, damit aber wirklich abgeschlossen und kommen wir zur Analyse. Da haben Sie mal einen Überblick, wie wir unser Einzugsgebiet definieren. Es ist nicht nur Hannover, es sind nicht nur die Landkreise drumherum. Stadt, Region, es gibt ja diesen offiziellen Begriff Region Hannover. Aber Sie sehen, wir gehen im Norden bis nach Lüneburg und im Süden bis nach Göttingen. Das ist alles verifiziert, weil wir wissen, wo unsere Mitglieder sind, wo unsere Dauerkarteninhaber sind, das ist alles bekannt. Sie sehen, im Norden sind wir auch begrenzt. Irgendwann kommt Hamburg, irgendwann kommt Werder Bremen. Im Osten ist klar, da sind unsere Freunde aus Braunschweig, Wolfsburg. Auch im Westen letztendlich, da kommt ja in Westfalen bis Bielefeld erstmal nichts und irgendwann unten im Ruhrgebiet. Aber der Süden ist ganz interessant. Sie sehen, also bis Göttingen können Sie faktisch runter, weil da gibt es keinen anderen Bundesligisten. Im Grunde ist das unser klares Einzugsgebiet. Und wenn Sie da einfach mal schauen, wie viele Menschen da so leben, ich hoffe, Sie können es erkennen auf der rechten Seite. Das sind alles Zahlen, die uns von RepuCom, also Sport und Markt, ehemals mal übermittelt worden sind. Die haben das alles runtergebrochen, haben geschaut, wie viele Fußballinteressierte gibt es bundesweit. In einer relevanten Zielgruppe, 14 bis 69 Jahre, sind ungefähr 45 Millionen. Die sind fußballinteressiert. Wenn Sie das jetzt runterbrechen auf diese Region, dann sind das immer noch 1,59 Millionen Menschen, also knapp 1,6 Millionen in der relevanten Zielgruppe, die sich wirklich für Fußball interessieren. Und dann ist man hin und hat gefragt, hast du einen Lieblingsverein? Und wenn sie ja gesagt haben, wurde gefragt, welcher? Und dann sagen ungefähr 600.000 Menschen, dass Hannover 96 deren Lieblingsverein ist.
können Sie für sich beurteilen, ob das viel ist oder wenig. Ich finde, es ist eine enorme Zahl. 600.000 Menschen, die sich ganz klar zu diesem Club und zu dieser Marke bekennen. Erster Schritt der Analyse. Jetzt ein paar interne Zahlen. Kriegt nicht jeder zu sehen normalerweise. Haben wir ihn mal mitgebracht. Und zwar aus der Saison, muss ich selber nochmal gucken, 12-13. Also 2012-13 haben wir noch Euroleague gespielt. Waren also noch wirklich schöne Zeiten. Arena-Auslastung ungefähr bei 45.000. Und dann haben wir einfach mal zusammengezählt, das, was aus dem Endkundengeschäft zusammen hängen geblieben ist. Da sehen Sie, Merchandising, Ticketing, Catering, ungefähr 20,23 Millionen Euro. Und wenn Sie das jetzt runterrechnen auf die 600.000, ungefähr 600.000 Fans, dann sehen Sie, dass Sie auch ungefähr 34 Euro durchschnittlichen pro Kopf Verzehr, Konsum, wie auch immer, nennen können. Ist das jetzt viel oder wenig, 34 Euro pro Kopf? Was würden Sie sagen? Also, mir kommt es wenig vor, weil im Grunde ein Ticket kostet, ich glaube, 23 Euro kostet unser günstigstes Ticket und dann geht es hoch bis zu 48 Euro. Das heißt im Grunde, und dann gibt es ja noch Trikots, die 70 Euro kosten, wenn sie aber noch ein Bier. Also im Grunde, diese Zahl ist eigentlich sehr niedrig. Das heißt, wir haben hier großes Potenzial. Können wir aber nur erkennen, wenn wir uns irgendwann mal hinsetzen und uns Gedanken machen, genau über diesen Punkt. Zur Analyse gehört auch, den Wettbewerb ständig im Auge zu behalten. Die drei Vereine hatte ich Ihnen genannt, oder vier, die um uns herum schwirren. Das war auch für uns eine spezielle Saison, weil es die Derby-Saison ist, nicht nur wegen Braunschweig. Wir haben so viele Derbys gehabt wie noch nie. Leider Gottes schmieren so ein bisschen unsere Eishockey-Kollegen ab, nämlich Scorpions sind ja verkauft worden, die Lizenz in den Süden. Die Indians mussten, glaube ich, in der dritten, vierten Liga wieder anfangen. Aber trotzdem, es gibt noch die Tigers, es gibt Handball, Burgdorf, sehr, sehr erfolgreich. Das bedeutet, uns ist schon sehr bewusst, wir sind da jetzt auf keinem hohen Ross und sagen, hey, wir sind jetzt der Bundesliga-Club und was wollt ihr jetzt eigentlich? Im Grunde ist uns bewusst, dass alle anderen um uns herum aufholen und ernst zu nehmen sind, genauso wie aber auch, sagen wir mal, die anderen Branchen. Denn im Grunde, ein Unternehmen, bei uns wird jetzt die Brust frei, leider Gottes geht die TUI zum Ende der Saison. Wir suchen also einen neuen Hauptsponsor. Und ich sage Ihnen, es gibt nicht viele Unternehmen, die in der Lage sind, 5 bis 6 Millionen pro Jahr zu zahlen. Und die müssen sich Gedanken machen. Gehen wir auf die Brust eines Bundesligisten, der gar keine Frage, ganz viele Kontakte hat, quantitative Kontakte, aber auch qualitative Kontakte. Können Sie alles runterbrechen auf TKPs. Rate ich auch jedem Fachmann, aber im Grunde müssen die sich gut Gedanken machen. Oder nutze ich dieses Budget, um von mir aus mit diesem Geld, was ja wirklich viel ist, letztendlich TV-Spots zu schalten, Online-Kampagnen und, und. Also im Grunde sind wir auch in einem extrem harten Wettbewerb mit allen anderen Werbeanbietern, bis hin zu Merchandising. Wir haben eine kleine, aber feine Merchandising-Abteilung mit mittlerweile 20, 25 Festangestellten. 25 sind es eher. Auch dort müssen Sie überlegen, warum soll ich einen Hoodie von Hannover 96 kaufen für 60 Euro, wenn ich den bei Primark vielleicht für 15 mittlerweile bekomme. Sicherlich ein bisschen andere Qualität, aber ist nur der Aufzug, die Aufschrift Hannover 96 diese große Differenz wert? Also Sie sehen, wir nehmen den Wettbewerb wahr, wir nehmen ihn an. Ich war neulich im Kino und ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen schockiert, dass Sie da teilweise, wenn Sie irgendwie Popcorn, Cola und natürlich auch die Karten, dass Sie irgendwie da für 2 Personen bei 40 Euro landen. Die Leute müssen sich schon Gedanken machen, gehen die ins Stadion oder gehen sie ins Kino? Also auch die Unterhaltungsbranche an sich ist ganz klar für uns wettbewerbseinschränkend. Deswegen für uns ganz, ganz wichtig die Wettbewerbsanalyse, die wir ständig im Blick haben. Sehr interessant ist diese Chart. Lieblingsverein der Fußballinteressierten in und um die Region. Und da sehen Sie, jetzt wundern Sie sich nicht, da sind Werder Bremen, Hamburg, das sind genau die 4 Vereine, die in unserem unmittelbaren Wettbewerb sind. Aber selbst Vereine wie Dortmund und Bayern München haben zum Glück in unserer Region nicht mehr. Also die sind auch so um die 5-6%. Das bedeutet aber, Hannover 96 ist mit 48% absolut in einer Vormachtstellung, die wir uns erarbeitet haben und ich hoffe auch noch lange Zeit, von der wir profitieren werden. Und viel interessanter finde ich noch einmal diese Zahl, dass wir sehen, wahrscheinlich gibt es ja auch einen Pointer drauf, ich habe mir das vorhin nicht zeigen lassen, nämlich wie viele positiv. Ach, der rote Punkt, Dankeschön. Genau. Nämlich,
wie viele uns positiv gegenüber gestellt sind. Also nicht, dass sie sagen, das ist mein Lieblingsverein, sondern was halten sie von Hannover 96? Positiv, neutral oder negativ? Dann sagen ganze 68% positiv. Das heißt, wenn ich das jetzt mal in eine Zahl darstellen will, und es gibt sogar die jüngste Erhebung, die uns vorliegt, 2013, das heißt die 2014er oder 3014er liegt uns noch nicht vor, sind 72%. Wenn Sie das einfach mal relativieren, dann sehen Sie, dass von den 1,59 Millionen Menschen, Fußballinteressierten, 24% zwar sagen positiv, aber noch nicht zu uns gehören, weil sie sich noch nicht zu Hannover 96 als Lieblingsverein bekennen. Und in der absoluten Zahl sind das knapp 380.000 Menschen. Ist doch schon mal ein guter Anfang, damit wir wissen, auf was wir überhaupt hinausarbeiten. All das wussten wir bis zu dieser Ausarbeitung nicht. Das heißt, irgendwo gibt es Menschen, die finden uns ganz cool, finden uns gut, finden uns sympathisch, aber im Grunde sind es noch nicht unsere Fans. Das ist also der erste Schritt, den wir ausgemacht haben. Und diese für uns zu gewinnen, ist unser Ziel. Dann ein paar Zahlen und Fakten mal ein bisschen schematisch dargestellt. Sie sehen, auf der einen Achse wurde abgefragt die Bekanntheit und das klare Bild und unten die Sympathiewerte in einer Top-2-Box. Und Sie sehen, die Kollegen, vor denen wir hohen Respekt haben, ja, aber die Wolfsburger haben einfach geringe Sympathiewerte. Und ich glaube, das wird denen auch extrem schwer fallen, diese Sympathiewerte, weil, erinnert sich noch jemand, die waren vor ein paar Jahren deutscher Meister. Und im Grunde, da ist nicht viel hängen geblieben. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Und auch hier, ja, ich habe mich um Hannover 96 zu kümmern und nicht Gedanken zu machen, warum Wolfsburg es nicht schafft. Aber im Grunde werden die es schwer haben, von diesem Punkt wegzukommen. Was sagen Sie zu denen hier? FC Bayern München. Wundert Sie das nicht, dass Sie irgendwie nur 50% Sympathiewerte haben? Ist ganz simpel, weil, selbst wenn ich hier jetzt abfragen würde, die Hälfte hasst sie, die Hälfte liebt sie. Sie polarisieren unglaublich. Das bedeutet, sie kommen auch nie über 50-60% Sympathiewerte hinaus. Selbst wenn sie, sagen wir mal, wie gestern Abend die Farben von Deutschland vertreten und eigentlich jeder Deutsche sagen müsste, zum Glück haben wir die, weil die halten unsere Fahnen international hoch. Anders sieht es mit den Kollegen aus. Erinnern Sie sich am Anfang, bestgeführteste Marke, Sportmarke Deutschlands? Das ist kein Zufall. Schauen Sie sich das genau an. Die sind in unserem Gebiet. Ich habe uns jetzt gar nicht mal jetzt in diesem Kontext gesehen. Also wir sind schon stolz, dass wir von den Sympathiewerten weiter sind als Hamburg und Bremen. Aber im Grunde, an Dortmund kommen wir in unserer Region nicht ran. Das heißt, die haben eine Menge richtig gemacht. Sportlicher Erfolg, guter Trainer, gute Mannschaft, spielen guten Fußball. Und im Grunde ist das kein Zufall. Sie sind die bestgeführteste Marke, noch einmal. Korrespondieren sicherlich mit ihrem guten Produkt, aber das ist reine Markenarbeit. Und das ist das, was ich Ihnen versuche, heute mit diesem Vortrag darzustellen, dass es sich lohnt, nicht nur in das Produkt zu investieren. Und da gehe ich konform mit den Worten unseres Geschäftsführers. Das zweitstärkste oder das zweitwichtigste ist die Marke. Nach dem erstwichtigen, nämlich Produkt. Fassen wir also nochmal zusammen. Sind in einem sehr hart umkämpften Wettbewerb. Hohe Markenbekanntheit, klares Bild, Sympathiewerte ungefähr zwischen 60 und 70%. Knapp 600.000 Fans, durchschnittlicher Pro-Kopf-Umsatz 34 Euro und ungefähr 1,6 Millionen Fans, die Fußball interessiert sind und die wir für uns gewinnen können. Damit schließen wir die Analyse ab. Und wie ich Ihnen vorhin schon eingangs sagte, aus der Analyse gehen wir jetzt in eine Planung und Zielsetzung. Das ist ein bisschen komplexer. Sie kennen das Weltbekannte und es wird viel häufig genannt, das CI, das Corporate Identity. Die drei Bausteine haben Sie sicherlich schon mal gehört, sind einmal das Corporate Design, nämlich das, was Sie optisch wahrnehmen. Und dann gibt es zwei, insgesamt gibt es beim Corporate Identity mehrere Bausteine, das sind aber die drei wesentlichen, nämlich Corporate Design, Communication und Behavior. Das heißt, neben diesem, das Corporate Design ist schnell erledigt, da haben wir eine Grafikabteilung im Haus, die entwerfen Ihnen so ein Corporate Design Manual, da steht drin, welche Farbwerte, wie das Logo auszusehen hat, wie die Abstände sind, fertig. Wenn das jeder beachtet, dann haben Sie eigentlich ein gutes Corporate Design im Haus. Viel wichtiger sind die anderen zwei, nämlich das Corporate Communication, was sage ich und wie verhalte ich mich. Das ist fast entscheidender und deswegen mussten wir für uns, wir haben das nicht gehabt, mussten wir für uns so etwas wie ein Markenleitbild definieren. Das heißt, wofür stehen wir eigentlich? Ganz häufige Frage. Ja, 96, wofür steht ihr eigentlich? Was seid ihr? Haben ja Schalke, Arbeiterverein, haben dann irgendwie, ja, ich will gar nicht jetzt über die anderen reden, aber im Grunde können Sie sofort irgendwie assoziieren, wofür jemand steht. Hannover 96 wissen Sie es nicht. Und deswegen versuchen wir das über dieses Leitbild wiederum zu definieren. Und daraus resultiert nämlich, wie es da auch steht, die Markenphilosophie. Nämlich,
wofür stehen sie, was wollen sie erreichen, und all das tun sie, um sich letztendlich abzugrenzen. Sie wollen sich positionieren, das heißt, hier ist ein nächster Begriff. Dann haben Sie, wir haben jetzt mittlerweile über Markenstrategie gesprochen, Markenimage, jetzt haben wir Markenphilosophie und jetzt kommt die Markenpositionierung. Irgendwann müssen Sie sagen, wofür Sie stehen und wie Sie sich vom Rest abgrenzen wollen. Und das sind in dem Fall die Blau-Gelben, Sie werden wissen, wer das ist, und die anderen Grünen. Also im Grunde geht es darum, sich zu positionieren, Alleinstellungsmerkmale zu erarbeiten, auszuarbeiten, um sogenannte Differentialrenten für die Zukunft zu schaffen. Das ist also das, woran wir sehr stark gerade arbeiten, mit dem wir uns beschäftigen. Konkretisieren tut sich das in zwei Schritte, nämlich der erste Schritt ist, regional das Vorstellungsbild in den Köpfen zu stabilisieren. Das bedeutet von der unscharfen Marke hin zur scharfen Marke, damit im Endeffekt das Image zu steigern. Dann haben Sie die ökonomischen Ziele, hatte ich Ihnen gerade auch gezeigt. Im Grunde die 380.000 müssten Ihnen bekannt vorkommen. Das sind diese Differenz, diese 25%, die uns nur cool finden, aber noch nicht Fans sind. Und in einem weiteren Prozess von 3 bis 10 Jahren würden wir gerne die restlichen 1,6 Millionen, also von den 1,6 Millionen, das heißt, dieses Gap würden wir gerne schließen. Warum sollen die nicht alle in unserer Region Fußballfans von Hannover 96 sein, alleinig? Dass sie das nicht zu 100% hinkriegen, das ist uns auch klar. Aber im Grunde gilt es darum, so viel wie möglich. Deswegen sind wir in vielen Schulen unterwegs. Wir haben Jugendprojekte en masse, wir haben Kids Club, wir haben Maskottchen implementiert. Es gilt also darum, jetzt schon die Kinder im kleinsten Alter, und jetzt schließt sich auch wieder der Kreis zum Anfang, um genau diese emotionale Komponente zu erreichen. Weil auch das kann ich Ihnen versprechen. Wir tauschen Autos, wir tauschen Zahnpasta und, und. Am Ende des Tages tauschen Sie aber komischerweise nicht den Fußballverein. Sie werden einmal Fan und Sie bleiben es. Ganz, ganz selten, dass Sie mal erleben, dass jemand im Verlauf der Jahre 3 Lieblingsvereine hatte. Das heißt, genau darum geht es. Und am Ende des Tages, einfach mal um eine Zielgröße, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir das mal versucht, mit den 34 Euro zu multiplizieren. Und Sie sehen, in einem 3-Jahres-Step wären das mal weitere 13 Millionen Euro, die Sie mehr Umsatz generieren könnten. Und in einem Plan von 3 bis 10 Jahren, das sind also die 610.000 hier, wären es nochmal 20 Millionen. Das sind ungefähr 30 bis 35 Millionen, die uns auch im Wettbewerb fehlen. Vergleichbare Vereine wie Stuttgart, Gladbach haben alle ungefähr 30 Millionen Umsatz mehr als wir. Pro Jahr stehen ihnen zur Verfügung. Für Spieler, für Trainer, für einfach einen weiteren Entwicklungsprozess. Das können Sie in Ihre Jugendarbeit investieren und, und. Sie sehen also ganz konkrete Maßnahmen und Ziele, die wir uns hier setzen. Im zweiten Schritt, das geht ein bisschen schneller, würden wir uns gerne auch national, also nicht nur regional stabilisieren, sondern national. National ist die Wahrnehmung nicht so gut. Insgesamt ungefähr nur 5%, die uns da sympathisch finden. Aber daran werden wir arbeiten. So würde sich das grafisch darstellen, wenn diese Zielsetzung tatsächlich in Erfüllung geht. Das ist ein dynamischer Prozess. Aber im Grunde unser Ziel ist, letztendlich hier näher ranzurücken an die Kollegen aus Dortmund, die anscheinend, was die Sympathiewerte betrifft, das Benchmark zurzeit in der Bundesliga sind. Ökonomische Ziele wären mittelfristig, Merchandising machen wir ungefähr 4 bis 5 Millionen Umsatz, irgendwo uns bei 7,5 zu stabilisieren, 30.000 Dauerkarteninhaber haben wir aktuell, Mitglieder versuchen auch von 20 auf 30.000 zu kommen und letztendlich mittelfristig auch im Sponsoring höher zu kommen, von ungefähr aktuell 23, 24 Millionen den nächsten Sprung zu machen auf 30 Millionen. Sie sehen also ganz kleine Schritte, die aber alle gekoppelt sind an diesen, an diesen Markenbildungsprozess, der, wenn wir es aber im weitesten Sinne sehen, eigentlich ein Unternehmenskonzept ist. Warum zum Beispiel Gazprom zu Schalke geht, kann ich Ihnen nicht sagen. Also Sie wissen ja auch, vor ein paar Tagen prominenter Ehrenbürger, unser Bundeskanzler AD, hat da sicherlich mitgewirkt. Im Grunde wäre es schön gewesen, wenn der Sponsor Gazprom bei uns geblieben wäre. Also im Grunde gilt es darum, mit dieser verstärkten Markenwahrnehmung auch solche überregionalen Unternehmen für Hannover interessant zu machen, dann in einem nächsten Schritt das Einzugsgebiet zu erweitern. Ja, wir haben gesagt bis Göttingen, aber warum sollten wir nicht bis Kassel runtergehen? Wo die Kasseler hingehen, Fußball zu gucken, weiß ich nicht. Geografisch ist es genauso uninteressant, nach Frankfurt zu fahren. Ja, wir liegen ungefähr genau, oder Kassel liegt genau in der Mitte. Ich denke, dass Sie dort wahrscheinlich aus der
aus der patriotistischen Ader wahrscheinlich eher nach Frankfurt fahren, weil es Hessen sind. Aber im Grunde gilt es auch, dieses Einzugsgebiet kontinuierlich zu erweitern. Und in einem letzten, aber für uns wichtigen Schritt, und das haben wir bisher nicht gemacht, Marktforschungsergebnisse. Also ständig, kontinuierlich Marktforschung zu betreiben, damit wir überhaupt wissen, wo wir sind, was wir machen, was wir tun. Und da sind die Clubs leider Gottes erst in den letzten Jahren aufgewacht. Also dieser Professionalisierungsprozess, von dem Sie vorhin sprachen, der hat jetzt erst angesetzt. Das heißt, viele agieren gefühlt, sagen so, ja, aber eigentlich sind wir doch ganz sympathisch und eigentlich müssten doch die Fans kommen, eigentlich. Belegen können Sie es faktisch nur, wenn Sie schwarz auf weiß haben, nämlich Marktforschung. Und dafür müssen Sie einfach Geld in die Hand nehmen, budgetieren und immer wieder Auswertungen fahren. Damit haben Sie gesehen, wie wir quasi unsere Zielsetzung abgeleitet aus der Analyse, wie die aussieht. Und jetzt noch ein paar Punkte, wie wir es final jetzt auch umsetzen wollen, wie wir da gedenken, voranzukommen. Das heißt, wir haben einmal für uns die Essenzen der Marke ausgemacht, definiert. Und da sehen Sie erstmal allen voran unser Produkt, unsere Mannschaft. Das sind gute Jungs, glauben Sie es mir, ich kenne den Großteil. Sind alles Nationalspieler, sind motivierte, junge Leute, die in erster Linie auch skandalfrei sind. Sie fahren nicht irgendwo besoffen Autos, sie schlagen nicht ihre Frauen, sie machen, keine Ahnung, nicht sonstigen Unfug. Also im Grunde eine gewisse Skandalfreiheit. Das heißt, mit dieser Mannschaft kann man arbeiten. Das ist lobenswert, sollte man mal erwähnen. Sie haben auch es geschafft, aus eigener Kraft in die Euroleague zu kommen. Dann, Sie sehen es in unserem Club-Logo, die Zahl 96, das steht für unser Gründungsjahr 1896. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große und lange Geschichte. Die ist auch inhaltsreich. Wir trennen sie nur ein wenig, weil, sagen wir mal, die Erfolge wirklich schon etwas zu lange her sind. Wir sind Meister geworden, 38, 54, 92 Pokalsieger. In der Tat, so die Generation, die jetzt heranwächst, hat davon nicht viel mitgekriegt. Ich muss gestehen, ich von den Meisterschaften auch nicht. Aber trotzdem, sie gehören zu der Geschichte. Wir trennen aber so ein bisschen seit dem Wiederaufstieg aus der dritten Liga. Die, die sich mit 96 auskennen, werden sich an dieses Tor von Milovanovic erinnern. Gegen TB Berlin, zweite Liga, dann in die erste Liga. Und seitdem geht es eigentlich voran. Wir haben eine Arena, eine WM-Arena. 2006 durften wir die Weltmeisterschaft in Hannover erleben, bis hin zur Euroleague. Das heißt, die Geschichte ist voll. Es gilt also darum, auch hieraus Essenzen und Markenwerte zu greifen. Die Arena hatte ich Ihnen gerade erzählt. Ich weiß nicht, ob Sie mal in anderen Stadien, zum Beispiel in München oder Dortmund, Hamburg, versuchen Sie mal zu Fuß vom Hauptbahnhof irgendwie ins Stadion zu kommen. Ich sage Ihnen, als ich in München mit der S-Bahn irgendwann in Fröttmanning angekommen bin, hatte ich schon keinen Bock mehr, Fußball zu gucken. Im Grunde bei uns kommen Sie, steigen Sie aus dem Zug, gehen durch die schönste Niki-Sanfall-Passage zu Fuß bei bestem Wetter, gehen am, was ist das alte Rathaus kommt, irgendwann kommt das neue Rathaus, dann haben Sie irgendwie den Rathausteich, haben den Maschsee und das machen Sie alles in 10 Minuten und Sie sind wirklich mittendrin in der Stadt. Aber das ist etwas, was uns auch so nicht bewusst ist, weil erst wenn Sie so ein bisschen in andere Städte gucken, sehen Sie, dass das eigentlich wirklich eine starke Essenz ist, etwas unglaublich Positives und das müssen wir für uns nutzen, das haben wir auch für uns festgemacht. Dann haben wir ein paar Kommunikatoren, die sehr stark sind. Bei uns ist es alldominant natürlich Martin Kind, der sich das alles ganz, ganz hart erarbeitet hat, seit 98 im Verein. Wir haben einen Trainer als Kommunikator, einen Sportdirektor und die Geschäftsstelle. Gehören absolut zu unseren Essenzen. Dann haben sie ein paar bekannte Gesichter. Bundeskanzler AD hatte ich schon genannt. Geschäftsleute wie Herrn Rossmann, Entertainer, Sportler. All diese Leute sind bekennende 96-Fans. So, auch die müssen wir positiv für uns und für die Marke nutzen. Dann haben wir ein sehr starkes soziales Engagement, was wir nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern sehr konzeptionell im Rahmen von Verein für Hannover, das ist eine Initiative, die wir mit dem Staatstheater Hannover führen. Dann die Regionalität, 48% haben Sie in den vorigen Charts gesehen. Das ist ein hoher Wert. Es gibt nur zwei wirklich markante Clubs und das ist nicht Dortmund. Wenn Sie denken, dass in Dortmund irgendwie 90% der Dortmunder alle BVB-Fans sind, dann sind Sie da auch falsch, weil da gibt es Fans, die sind dann trotzdem Schalker und Duisburger und Essener. Da ist einfach ein ganz, ganz großer Pulk. Es gibt nur Lautern und Dresden. Da sind die Werte wirklich dominant. 80-90% der Menschen dort, der ganzen Region, die fiebern einfach nur mit dem Club. Wir sind mit 48% wirklich schon im oberen Drittel. Und deswegen ist es eine Essenz. Viele Menschen in dieser Region lieben diesen Club, lieben Hannover 96. Das müssen wir positiv nutzen. Und dann haben wir noch zwei besondere Identifikationsmerkmale. Das sind unsere Stadionsänger, die Hymne Alte Liebe. Sehr, sehr identifikationsstiftend. Also ganz, ganz viele, wenn sie mal feiern waren hier im Partyviertel am Steintor. Also mindestens 3-4 Mal pro Abend höre ich diese Hymne, wie sie gegrölt wird aus vollen Kehlen.
das macht einen stolz. Ja. Es ist also definitiv ein Identifikationsmerkmal und darüber haben Sie vielleicht noch nie nachgedacht oder selten nachgedacht, aber wir sind einer der wenigen Vereine, wo das Trikot, die Trikotfarbe ist, die rote Trikotfarbe, nicht abgeleitet ist aus den Vereinsfarben. Die Vereinsfarben sind schwarz, weiß, grün, wir spielen aber in rot. Vielleicht haben Sie darüber nie nachgedacht, aber auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Warum das so ist, kann ich Ihnen gerne mal in Ruhe erzählen, weil es eine sehr längere, also eine längere Geschichte ist. Das zumindest sind unsere Markenessenzen. Jetzt schauen Sie sich das Schema an, weil wir kommen so ein bisschen zum Ende. Wie packen wir das jetzt alles operativ zusammen? Im Grunde haben wir festgestellt, es gibt Elemente, die wertanreichernd sind und es gibt welche, die letztendlich werttransportierend sind. Ich habe das so ein bisschen unterteilt, aber im Grunde ist wichtig, alle können sie in einen Topf schmeißen. Und hinter jedem Punkt steckt jetzt eine Arbeitsgruppe, steckt eine Abteilung, stecken mehrere Mitarbeiter, stecken letztendlich viele Projekte und ich gebe Ihnen jetzt einfach mal zwei Beispiele, zum Beispiel, wie wir das operativ anfassen, das CRM und den Service. Wir haben festgestellt, 600.000 Fans, hatte ich Ihnen gezeigt, Rap.com, Marktforschung. Leider Gottes kennen wir von den 600.000 Fans nur 180.000. Das heißt, diese Datensätze, die haben wir gar nicht. Das heißt, unsere primäre Aufgabe jetzt mit dieser Arbeitsgruppe ist, erstmal unsere Fans überhaupt zu identifizieren, sie kennenzulernen, um mit ihnen überhaupt in einen Dialog zu gehen und zu starten. Ganz viele anonyme Käufer, die stehen im Shop, kaufen sich die Karte, gehen wieder. Aber dieses Verhältnis, das ist eigentlich eine Hohlschuld von uns. Wir müssen daran arbeiten, diese Fans alle kennenzulernen. Daran arbeiten wir also. Kunden, Club, Bonussysteme und, um daraus dann am Ende ein finales Kampagnenmanagement abzuleiten. Das Prinzip ist aber eigentlich simpel. Das ist auch nichts, was ich jetzt erfunden habe oder sonst was. Das gibt es schon länger in der Wirtschaft, nämlich die Service Profit Chain. Und der Ursprung ist ganz, ganz vorne, nämlich Sie brauchen erstmal zufriedene und hoch identifizierende Mitarbeiter mit Ihrem Unternehmen. Klingt für Sie jetzt vielleicht ein bisschen verwerflich oder vielleicht auch nicht nachvollziehbar. Wieso sind die Mitarbeiter? Man trägt denen nicht Sorge oder man hat ihnen vielleicht nicht so Sorge getragen, wie man es hätte tun sollen. Nur weil wir eine emotionalisierende Marke sind und sagen wir mal emotionales Produkt, heißt es nicht, dass man die Mitarbeiter letztendlich vernachlässigt und damit haben wir jetzt angefangen. Wir sorgen dafür, jetzt mit einem klaren, stabilen Programm die Mitarbeiter mehr mitzureißen, mehr mitzunehmen, damit wiederum sie dafür sorgen, dass wir engagierte Fans haben, die wiederum für den wirtschaftlichen Erfolg. Ziemlich simples Prinzip, muss aber so gelebt werden und auch in einem Unternehmen wie bei uns mussten wir damit anfangen und das ist jetzt auch durch diesen Prozess letztendlich gestartet. Werbung, Marketing, darauf will ich nicht zu sehr eingehen. Das war eine Kampagne, niemals allein, die wir gestartet haben. Online, offline, unterschiedliche Module. Haben zum Beispiel so ein Mannschaftsfoto XXL. Das heißt, die ersten 1896 Käufer des Trikots sind auf ein Mannschaftsbild gekommen. Auf der Tribüne mit den Spielern. Auch fast einmalig. Ich wüsste nicht, dass ich es woanders mal gesehen habe. Im Grunde so sieht es dann aus. Wir haben Spots gedreht, den Katalog. Wir haben Plakatkampagnen in der Stadt gestreut. Und im Grunde auch offline nochmal begleitet mit ein paar Promotion-Ständen, mit dem Kino haben wir kooperiert. So bereiten das dann meine Kollegen im Team auf, im Grunde in einer Kampagne oder in einem Mediaplan. Und damit Sie jetzt nochmal ein paar Bilder zum Abschluss bekommen und ein paar Impressionen, wie sich das schon mit der starken Marke oder der stärker werdenden Marke manifestiert, nochmal das Corporate Design, was ich Ihnen vorhin sagte, unsere Grafikerin, oder das Grafikteam, das wir haben, ganz klare Regeln, wie sie mit der Marke umzugehen haben. Da darf es eigentlich auch keine Spielräume geben, welche Hintergrundfarben und. Hier haben Sie mal da springt die fast aus dem Fenster, wenn die solche falschen Darstellungen sieht, des Logos und wie es auch letztendlich falsch genutzt wurde. Sie sehen da vielleicht ganz feine Unterschiede. Also wir letztendlich sehen die tagtäglich. So sieht das Logo halt heute aus und Sie werden sagen, ja, wo sieht es denn da jetzt irgendwie anders aus? Aber Sie sehen in der 9 und in der 6 zum Beispiel, das sind grüne Punkte. Und so sieht es aber eigentlich aus, das sind weiße Punkte. So, das sind jetzt Kleinigkeiten, ich weiß und auch will ich mich auch nicht zu sehr aufhalten. Aber im Grunde, wenn Sie permanent mit falschen Logos zu arbeiten haben, die irgendwie aus der Historie kommen. Also es hat so 4 bis 5 Jahre, ich bin jetzt 9 Jahre bei 96, die letzten 5 Jahre entdecken wir immer noch falsche Logos. Zum Beispiel bei N3. Ja? Also da kommt irgendwie eine Spielstandsanzeige und ein altes Logo. Ich verstehe nicht, warum die, obwohl die jedes Jahr von uns die Logos aktualisiert zugeschickt bekommen. Also es ist knallharte Markenarbeit. Im Kern steht die Wort-Bildmarke. Hannover in Versalien 96 als Bildmarke. Das werden Sie jetzt immer mehr zukünftig ausschließlich
in den Medien sehen. Und vielleicht nochmal einen Eindruck, was Sie so sehen. Das ist zum Beispiel unser VIP-Bereich. Der könnte überall sein. Der könnte in Düsseldorf sein, in Köln sein, in Nürnberg sein. Aus meiner Sicht wenig drauf geachtet. Der Unterschied hier, vielleicht erkennen Sie den jetzt nicht, vielleicht müssen Sie dann mal in die Arena kommen. Also im Grunde haben wir es einfach ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen mit ein paar Elementen versorgt und schon haben Sie das Gefühl, okay, wir sind tatsächlich bei 96, weil an jeder Ecke ist halt 96 zu sehen. An Säulen, an Tresen, dann haben wir hier sämtliche Plakate. So sahen zum Beispiel die Container und das Wegeleitsystem auf Blau. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat denn jetzt Blau irgendwie mit 96 zu tun? Das war doch jetzt schwarz-weiß-grün und rot. Also auch alles angepasst, kostet eine Menge Geld, glauben Sie gar nicht. Das heißt, Sie zahlen irgendwie jahrelang, damit Sie die Fehler der Vorjahre irgendwie ausbügeln. Die zahlen wir jetzt so mehr oder weniger die Zeche. Aber Investitionen, die notwendig sind, der Fanshop sehr einheitlich, PK-Raum, Tickets, Geschäftsausstattung und. Sie sehen also eine Fülle, die wir einfach jetzt nachgeholt haben und so langsam fangen wir an, wie ein Unternehmen zu ticken. Ein Unternehmen, wo Sie wahrscheinlich seit Jahren arbeiten, für Sie ist das gang und gäbe, das ist für die Clubs aber nicht gang und gäbe. Und da sehen Sie letztendlich, ich hoffe anhand der Summe der Darstellung mittlerweile, und ich hoffe, dass Sie mir da zustimmen, ist uns das mittlerweile ganz gut gelungen da in einer Sprache bis hin zum Fuhrpark, dann haben Sie einen Mannschaftsbus und. Was wir jetzt noch vorhaben, und das ist ganz interessant, weil das auch nochmal sehr, sehr investitionsträchtig ist, in einem weiteren Zwei-Jahres-Plan, in dem wir jetzt allerdings schon im ersten Jahr abschließend sind, das ist die Geschäftsstelle. Da war so eine rote Banderole, weil wir ja irgendwie mit einem roten Trikot spielen. Das ist schon angepasst worden, also das sieht heute schon so aus. Das finde ich sehr markant, das sind die Kioske, wo Sie dann Ihre Bratwurst kaufen können und die Pressetribüne. So wird es hoffentlich sehr bald aussehen, das ist noch nicht angepasst worden, aber Sie sehen schon einen wesentlichen Unterschied. Also ich erkenne ihn auf jeden Fall, ich hoffe Sie auch. Ja, fragen Sie mich nicht, warum das blau war. Das kann mir bis heute keiner sagen. Also ob es das AWD war als Namensgeber. Die Außenhaut der Arena, Sie sehen da so blaue Trespa-Platten, auch die. So soll es dann vielleicht später mal aussehen, da müssen wir ein bisschen kreativ werden. Und für mich als Highlight, Sie sehen die alte AWD-Arena mit blauen Sitzen. Wir gedenken da also den Oberrang mit schwarzen Sitzen zu gestalten. Und wenn dann wirklich 49.000 Plätze auch wirklich im Schwarz-Weiß-Grün sind mit der ganzen Verkleidung, dann sehen Sie einfach, dass das einfach anders aussehen wird. Und dann werden Sie das Gefühl haben, dass Sie bei Hannover 96 angekommen sind. Nur so mal als Maßgröße, 750.000 kostet der Spaß, damit Sie jetzt einfach mal blaue Sitze gegen schwarz-weiß-grüne Sitze austauschen. 750.000, ich finde es unglaublich viel Geld, aber notwendig, damit Sie so etwas wie eine Marke vervollständigen können. So, damit kommen wir jetzt eigentlich, Sie sehen, ich habe Ihnen jetzt dargestellt, wie wir gedenken, diese Ziele zu erreichen, konsequente, kontinuierliche Markenführung. Und am Ende resultiert, das ist jetzt auch schon fast die Schlusschart, resultiert der ökonomische Clubmarkenwert. Werden Sie ganz häufig mal gehört haben, Manchester United 1,2 Milliarden. Es ist nichts anderes als das. Nämlich diese drei Punkte. Bekanntheit, Assoziation, Treue und das wiederum aufgegliedert auf diese Dimension und am Ende resultiert dann irgendwo eine Summe. Das ist so, daran arbeiten wir. Wir werden die 1,2 Milliarden leider nicht erreichen, aber ich glaube, wir sind da schon ganz gut aufgestellt und auf einem sehr, sehr guten Weg. Und damit Sie jetzt Punkt 5, wo ich einleitend nochmal darauf hingewiesen habe, wie das jetzt final noch implementiert wird. Hier sehen Sie es, wie ich das mit den Kollegen vom Sport, mit dem Sportdirektor, mit dem Trainer bespreche. Denn hier geht es ganz klar darum, nicht nur Corporate Design, dass Sie auch wirklich zusehen, dass Sie Ihre schwarz-weiß-grünen Trainingsanzüge tragen, dass Sie zum Beispiel auch kommunikationsweise wissen, worüber Sie sprechen. Gerade jetzt ist es extrem, extrem schwer, wenn es nicht läuft. Wenn es läuft, ist doch alles schön, alle kommen und feiern Sie ab. Gerade jetzt, wo es nicht läuft, ist es wichtig zu wissen, was man sagt, wie man es sagt, im Sinne der Marke, dass man eine gewisse Philosophie versucht, mit umzusetzen. Und all das sind jetzt quasi Schritte, die wir nach und nach versuchen mit allen Abteilungen. Das ist jetzt umgemünzt auf den Sport. Das Merchandising hat eine ähnliche Ableitung, das Ticketing, die Mitgliedschaft und. Das gesamte Unternehmen ist quasi in einem Change-Management-Prozess und versucht sich diesem Markenbildungsprozess zu unterwerfen und mitzuziehen. Und glücklicherweise kann ich berichten, dass da alle wirklich auch sehr freudig und emotional mitmachen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es sind doch mehr geworden im Verlauf der Zeit und ich hoffe, dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten, auch wenn es vielleicht da an der einen oder anderen Stelle trockene Materie ist. Aber vielen Dank nochmal. Ganz ausgezeichnet und spannend. Ich denke, da sind wir uns einig. Haben Sie Fragen an den Chef?
Ich hätte vielleicht meine Frage auch vielleicht als Publikum an einen der bekanntesten Fußballspieler von Hannover 96 ever. Fällt Ihnen da jemand ein? Fiel mir so gerade ein, als Sie erzählten. Jupp Heynckes hat hier mal gespielt. Zu seiner Glanzzeit auch. Wissen die wenigsten, ja. Skobler, zusammen mit Josip Skobler, Hans Siemensmeier. So diese Namen, die kamen mir so. Und als Sie von den Werkself sprachen, was ist von Wolfsburg geblieben? Grafit, Dzeko, Mandzukic? Wenn überhaupt, ja. Und Felix Magath. Aber auch da ist die Frage, wer erinnert sich auch bei uns letztendlich an einen Hans Siemensmeier? Das war wirklich der erste deutsche Nationalspieler und exzellenter Spieler seiner Zeit. Also wir kennen ihn heute als den lieben Hans. Ja? Der erzählt natürlich Geschichten und sie sitzen immer noch wie so ein kleiner Junge und hören diesen Geschichten zu, diesen Anekdoten. Aber im Grunde kennt sie leider keiner über die Grenzen von Hannover heraus. Ich bin im Kölner Raum, komme ich her. Also Sie kennen ihn, ne? Tatsächlich? Ich bin sozialisiert worden in der Zeit, als Fußball sozialisiert worden, in der Zeit, als er gespielt hat. Er war wirklich ein wunderbarer Spieler. Kann ich bestätigen, also jetzt einfach nur so, ich habe es ja natürlich nicht miterlebt, aber in der Tat, viele Menschen in Hannover kennen ihn, aber was ich Ihnen damit nur sagen möchte, ist, wenn Sie nach München gucken, da haben Sie dann natürlich einen Franz Beckenbauer, einen Meier, der im Tor war, Hoeneß jetzt sicherlich ein bisschen tragisch zur Zeit, aber im Grunde sind das alles starke Figuren gewesen. Köln, weil Sie sagen, Sie kommen aus dem Kölner Raum, ich bin zum Beispiel mit Toni Schumacher groß geworden, Nationaltorwart, ja, und ja, klar. Das sind letztendlich trotzdem, obwohl ich mit Köln ja nie was zu tun hatte. Heinz Flohr, klar, Overath, nicht zu vergessen. Also ich habe dann auch lange in Leverkusen gewohnt, Stichwort Werkself. Leverkusen hat nie über diese einzelnen Stadtteile hinaus emotionalisiert. Ist die Werkself, hat sich so ein Begriff, das musst du sich mal vorstellen, wie Vizekusen schützen lassen. Was auch eine Frage der Markenführung ist, ob man den ewigen Zweiten, ob man den sozusagen zum Markenzeichen erhebt. Aber das Head, das gehört dem FC in der Region auch übergreifend, auch wenn Leverkusen Köln plündert, den Kölner Nachwuchs plündert. Aber das ist eben so, da ist die Markenführung eine andere. Da ist ja auch, glaube ich, inzwischen Schmadtke gelandet. Genau, ja. Sehr guter Einkauf. Ja. Ja, ein sehr guter Einkauf, von dem halte ich auch viel, der ja ursprünglich auch mal ein sehr guter Torwart war. In Düsseldorf und dann via Aachen gekommen. Auch eine große Persönlichkeit. Ja. Wir haben 4,5 Jahre in Hannover sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Also wirklich, wenn man sagen kann, der beste Transfer der Kölner in den letzten Jahren. Besser als Helmes. So sehe ich das auch. Aber nur ein Stichwort, Hoffenheim. In Hoffenheim, glaube ich, der fehlte gerade. Der Verein in der Aufzählung der Werkself, SAP. Da ist der Markenwert oder die Markenwahrnehmung, die emotionale Markenwahrnehmung sehr stark an die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, gebunden. Also sie waren mir herzlich unsympathisch, aber durch die Art und Weise, wie jetzt Fußball gespielt wird, hinten passiert viel, kriegen sie viel rein, aber vorne passiert auch viel. Und dadurch meine ich auch, übergreifend zu sehen, wie dieser Sympathiewert steigt. Aber er wird dann auch wieder sinken, weil diese Trennung nicht gelungen ist, wenn der Fußball wieder mistig ist. Genau so ist es. Und das ist genau der Punkt der Assoziierung. Ziemlich stark am Anfang der Präsentation. Aber im Grunde, was verbinden sie? Und da gilt es, wie gesagt, Werte zu schaffen, die weniger an das Produkt gekoppelt sind. Weil, sag mal, im Gegensatz zu herkömmlichen, nehmen wir die Colgate-Zahnpasta, die war vor 10 Jahren so und die wird in 10 Jahren so sein. Ungefähr gleiche Qualität. Das werden sie im Fußball. Da haben sie einfach eine zu große Schwankung. Und das ist genau der Punkt, warum die Clubs, das ist jetzt auch keine Modeerscheinung, dass jeder über Marke spricht, sondern jeder hat erkannt, es ist einfach zu schwankend, das Produkt. Und deswegen müssen sie eine Stabilität drumherum schaffen, damit sie starke Markenanker schaffen, die letztendlich greifen. Aber wir können wahrscheinlich auch stundenlang noch darüber diskutieren. Oh ja. Ich behaupte, am Ende des Tages werden sie auch diesen sportlichen Misserfolg, den 96 jetzt zurzeit hat, nicht allein durch Marke. Jetzt kommen natürlich die Widersacher oder sagen wir mal die Kollegen, die mit mir nicht einer Meinung sind, werden kommen und sagen, so Kapritsch, wo ist jetzt deine Marke? Rettet sie uns. Genau das verschafft ihnen aber einen stärkeren Puffer. Völlig richtig. Ganz zweifelsohne. Und ich meine, man sieht es ja wirklich an starken Mannschaften, selbst wenn Dortmund beispielsweise oder auch andere Vereine im Pott, wenn die schlecht spielen, kommen die Leute trotzdem. Auch St. Pauli, wenn St. Pauli untergeht, die Fans stehen wie eine Eins. Es gibt keine hohen Gesänge, wie bei anderen Vereinen. Wir sind ja leider Gottes, der Misserfolg, der dominiert jetzt zurzeit bei uns und trotzdem sind alle Spiele ausverkauft. Das müssen sich mal die letzten 3 Spiele und die kommenden 3 Spiele, sie werden keine Plätze mehr bekommen. Das ist schon meines Erachtens Zeichen und Resultat. Puffer. Das ist der Puffer der guten Markenarbeit und dieser Puffer, der wird sich irgendwann aufbrauchen, keine Frage. Wenn sie dauerhaft schlecht spielen, dann kann ich auch nachvollziehen, dass die Menschen, wir hatten ja auch über die Preise gesprochen, es kostet nun mal Geld, aber ich denke, dass so ein bisschen klar werden sollte, dass dieser Markenbildungsprozess unabdinglich ist. Sie müssen den führen, um genau diesen Puffer letztendlich zu erzeugen.
Alles klar. Noch? Ah, da ist eine Frage. Augenblick bitte. Ja, erstmal Kompliment für den tollen Vortrag. Also habe da viele Sachen wiedergefunden, aber auch neue Sachen gesehen. Sie hatten vorhin gesagt, es ist ganz schwierig, dann nachher eine Positionierung zu finden. Da sind Sie nachher so ein bisschen drumherum geeiert, sage ich mal. Was ist denn jetzt die konkrete Positionierung? Ist das das niemals allein oder ist das der Claim, den Sie jetzt haben? Oder wo ist die Positionierung? Absolut berechtigte Frage, weil das ist nicht Teil der Präsentation gewesen, haben Sie recht, das ist Ihnen sehr gut aufgefallen. Wir sind jetzt intensiv seit, muss ich mal kurz rechnen, wir sind jetzt im 8. Monat, wo wir versuchen, diesen Prozess, und das ist ein sehr langer Prozess, weil Sie gehen, wir sind über die alle Stufen, die Sie auch teilweise gesehen haben, Fremdbild, Selbstbild. Ja, wie sehen wir uns, wie sehen uns andere. Dann gehen Sie hin und versuchen, aus all diesen Punkten, sagen wir mal, Sie haben 10 Leute gefragt, wie sehen Sie 96 und die dominanten Punkte, die haben wir jetzt nochmal zusammengetragen, konzentriert und aus denen versuchen wir jetzt eine Essenz rauszupressen. Da sind so ein paar hängen geblieben, ich will auch nicht zu weit gehen. Es sieht so aus, dass wir wahrscheinlich in den nächsten 8 bis 12 Wochen die ersten Ergebnisse präsentieren werden und dann so etwas wie ein Markenversprechen abgeben, das ist der Markenkern. Und drumherum werden wir so 3 bis 4 Markenwerte haben, die für uns stehen, zu denen wir stehen und so möchten wir auch zukünftig gesehen werden. Ja, ist sehr technisch, aber Sie haben völlig richtig erkannt, das war nicht Teil der Präsentation, wird aber jetzt passieren. Es ging jetzt so darum, das vielleicht ein bisschen allgemeiner darzustellen. Völlig richtig, genau. Also Markenversprechen, bei Dortmund ist zum Beispiel das Markenversprechen oder der Markenkern Intensität. Also da geht es wirklich um, die wollen volle Power ausdrücken und echte Liebe ist ja nur der Claim. Also das, was quasi dann kreativ schön sich anhört. Aber in deren Markenkern steckt Intensität, was ich sehr schön finde, ja, weil das bedeutet eigentlich, dass da Power, Dynamik ist. Also Ähnliches, deswegen wir werden jetzt nichts kopieren, aber Ähnliches wird uns hoffentlich auch gelingen. Deswegen spielen die Dortmunder auch den Stil, den sie spielen. Richtig, klar, aber es passt auch mit Klopp. Aber die Frage ist, wie lange das noch in dieser Form funktioniert, weil es eben auch Verletzungsanfälligkeiten produziert. Gucken Sie sich den Götze an, wie lange, wie oft und wie schnell der bei Dortmund mit 19 Jahren verletzt war und wie verletzungsfrei oder große Zeitphasen er jetzt verletzungsfrei spielt in München, weil die einfach ein variableres System haben. Ich bin kein Bayern München-Fan. Also. Aber Klopp ist ein gutes Stichwort, weil die Frage ist, werden wir irgendwann so weit kommen? Es wird auch eine Zeit nach Klopp geben, kann ich Ihnen jetzt schon garantieren, auch wenn ich wünsche dem, dass er 10, 15, 20 Jahre da bleibt. Wird der nächste Trainer nach diesen Marken Kernpunkten ausgewählt? Oder gehen Sie und holen vielleicht dann doch einen Schlipsträger, der sagt, nö, also mein Leben ist Schlips und Krawatte und Anzug und nee, ich will nicht. Die müssten sich ja theoretisch auch das Personal, und zwar ein führendes Personal, nach ihren Markenkriterien aussuchen. So, und dann geht's schon los. Und ich sage Ihnen, in so einer Phase wie bei uns jetzt, wo wir leider Gottes auch diskutiert wurde, ich hoffe, unser Trainer bleibt, ja, aber Sie kennen die Gesetze, werden Sie dann in so einer Phase, wo es wirklich so einen Druck von außen geht, behält man den Kopf und sagt, Moment einmal, was sind nochmal unsere Markenkernwerte und nach denen entscheiden wir jetzt, wer Trainer wird. Das ist auch das, wo ich natürlich als Marketingfachmann letztendlich ab und zu zurückschrecke und sage, ob das so in der Praxis umsetzbar sein wird irgendwann. Das ist die ganz, ganz spannende Frage, aber nichtsdestotrotz, völlig richtig, Klopp passt zur Zeit. Und auch dort frage ich mich, haben die Klopp nach diesen Gesichtspunkten ausgewählt oder haben sie erst Klopp geholt und danach die Markenkernwerte? Aber da bin ich schon wieder, ich diskutiere zu viel über andere Vereine. Aber das gehört ja hier zum Thema dazu. Ich denke, das war mehr oder weniger so, dass der Klopp da war und dann diese Strategie entwickelt wurde. Denn zu Mainzer Zeiten war er zwar auch engagiert, aber das sind viele andere auch. Seine Persönlichkeit hat er eigentlich auch nicht als Kommentator im ZDF-Sportstudio entwickelt, sondern tatsächlich in Dortmund. Da ist er im Grunde genommen, hat er sich selber entfesselt und diesen Spielstil entwickelt. Der ja auch, glaube ich, er war Franke-Schüler. Ne? Der kam zwar nicht von Hannover, Wolfgang Doch, Franke, haben Sie sondern recht, ja. vom Wettbewerber, von Maunschweig. Ja. Der hat ihn geprägt. Der ist ja jetzt kürzlich verstorben. Also der hat viel Verdienst auch für den Fußball, für die Weiterentwicklung des Fußballs in Deutschland gehabt. Aber gut, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Kapusch, wir könnten stundenlang darüber reden. Es ist ein tolles Thema, aber es ist eben auch mal tolles, unter Marketing-Gesichtspunkten zu sehen, was man machen kann, wo die Grenzen sind, wie man aber auch solche Puffer schaffen kann. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für diesen erhellenden Vortrag. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Einladung und wünsche einen schönen Tag. Ja, danke schön.